auf jeden Fall bei meinem Bruder. Ich muss das nicht wegen dem entsprechend kommen, das ist relativ wichtig. Fängt strong an. Okay. Oh, aber die Zelda weiß auch nicht. Ja. Ja, Shango ist heute auch schon stark unterwegs gewesen. Ja. Auch im PvP auf jeden Fall ein Gegner auch. Oh, schon häufiger auf den anderen Knight reingefallen sind. Ja, ja, es kommt die Tail Expansion. Das war stark gemacht von Jungles. Ja. Das ist auch schon fast gebrochen. Diese Zelda macht einfach so viel Damage, so viel Pressure, ist es wirklich insane. Ja. Aber Capri vorhin eigentlich auch kein schlechtes Match gehabt. Nee, total. Gegen Duck Hunt. STN? Nee. Doch. Ich meine, es war gegen STN. Ich glaube nicht. Nee. Einer von den beiden Duck Hunt Spielern auf jeden Fall. Entschuldigung, ich bin da nicht so firm mit den Leuten. Ja, alles gut, Sam. Sam doch. Aber hier auch. Shangus ergibt sein Lied auf jeden Fall nicht ab. Capri muss sich wirklich ein bisschen anstrengen, da noch was zu leisten. Aber mal gucken. Ja, und ja, das ist das Arme. Funktioniert natürlich weniger. Auch diese Combo wirklich on point. Ja, und Shangus kriegt das halt auch hin, auch mit diesen 5%-Zahlen on stage zu bleiben. Hab hier auch sehr schön und mittlerweile adapted zu dem Knight. Ja, und ja. Das war die erste Runde. Ja, das ist natürlich schwierig. Ja, aber Capri auch in seinen letzten Game guten Growth gehabt, was wir hier on Stream hatten. Und ich denke, wenn er so weitermacht, wird er da auf jeden Fall auch noch zu seinen Chancen kommen. Auch wenn es natürlich jetzt nicht ganz einfach fühlen wird. Nee, absolut nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er dann noch irgendwie einen Turnaround kriegt, ob er vielleicht sogar noch ein Game kriegt, um ehrlich zu sein. Weil dieser Zelda, er weiß auf jeden Fall, was er tut. Ja. ich glaube dem. Das sollte so nicht sein. Genau, und rein in Runde 2. Jawohl. Andere Stage. Ja. Fängt schon mal gut an mit Shangus. Oh ja, sehr schön, die Downbeat. Die Down-Air. Und in den Knife rein. Ja. Ah, nee. Nee. Shangus weiß einfach ganz genau, was Yoshi macht. Und das ist einfach. Da kannst du nicht viel machen. Aber du bist ja relativ even, was mich auf jeden Fall freut. Ah, schade. Ja. Findet die Ledge nicht. Da sagt man es einmal. Ja, genau. Du hast es gewinnt. Absolut. Und jetzt auch direkt wieder auf 60-70%. Ja, oh, das. Ja, das wird jetzt sehr, sehr schwer für Capri da wieder reinzufinden. Ich würde aber auch wirklich sagen, diese Zelda Upbeats sind richtig nasty, wenn die gut kommen. Ja. Wirklich, Capri wird einfach nur rumgereicht. Es tut ein bisschen weh, mit anzusehen. Ja, absolut. Für Capri wäre es jetzt, glaube ich, einfach wirklich einmal wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen und irgendwie raus aus diesem, ja. Oh, und, no! Ja, okay, das tut natürlich weh. Der Skill liegt auf jeden Fall in der Familie. Ja, das ging fix. Vielleicht schafft es Capri ja doch in Runde 3 nochmal. Ja, wie gesagt, den Fuß in die Tür zu kriegen. Ja, vielleicht, ey. Also ein gutes Comeback hat schon der eine oder andere gesehen. Dementsprechend, ey, ich will jetzt hier keine Möglichkeiten ausschließen.
Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, vielleicht sehen wir auch nochmal einen Character-Switch. Von Capri? Ah, ja, unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich? Ja, ah, nee. So, jetzt werden hier erstmal noch... Das muss Capri sein, der die Musik aussucht. Okay. Nein, keiner braucht so lange dafür. Nee, doch nicht. Der würde keinen Donkey Kong aussuchen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Okay, Battlefield. Möglicherweise letztes Spiel. Also, mal ehrlich, ist das das letzte Spiel? Ja, wer weiß. Oh! Da siehst du, oha. Ich sag doch, wir sehen auf beiden Seiten Character Switch. Interesting. Genau, Shangus geht zu Bayonetta und Capri auf Mr. Game & Watch. Ja, also Game & Watch auf jeden Fall echt nervig dagegen zu spielen, kann ich aus Erfahrung sagen. Aber wir sind gespannt, was hier noch alles so passieren wird auf dem Level. Ich mag auf jeden Fall gerade sehr gerne seine Fairs. Ja. Was ist das denn grundsätzlich für ein Character-Matchup? Ist das, also wo liegen da die Vorteile bei welchem Character grundsätzlich? Boah, ich habe noch nie gegen eine gute Bayonetta gespielt. Okay. Noch selbst da in Erfahrung. Aber ja, genauso wenig Capri, was sich leider zeigen lässt. Aber vielleicht. Ja, okay. Ja, genau, da kommen die leider Combos mit Bio. Das ist. Ich finde es aber auch crazy, dass Capri Battlefield zugestimmt hat. Wobei er nicht wusste, dass Bayer gegen Bayonetta spielt. Das auch. Gar nicht wirklich sein Fehler. Ich glaube, Shangus dachte, dass er einfach so weit das Spiel Battlefield. Da haut er nochmal schön Bayonetta raus, um sie richtig auf ihn zu klauen. Ja. Schöne Battle gewesen sein. Okay, die Äpfel bringen da leider nicht so viel. Ja, okay. Ja, vielleicht kriegt er doch nochmal einen. Sieht auf jeden Fall jetzt gar nicht so schlecht aus. Ja, der hätte. Dann hätte ich das vielleicht was geworden. Ja, versucht es da irgendwie mit Abwärts zu finden. Ich glaube, die Abwärts halten müssen. Also, da muss ja! Ja. Game Watch Smash Attack auf jeden Fall etwas, was man eine Experience haben sollte. Ja, also ich muss nur sagen, die wenige Erfahrung, die ich selber mit dem Spiel habe, habe ich auch gegen Game & Watch Spielerinnen gesammelt und es ist teilweise echt hart nervig, gegen Game & Watch zu spielen. Ich sag dir eins, wenn du über ein Jahr lang nur gegen Mr. Game & Watch spielst, Es macht noch Spaß. Ja. Ich kann das ganz sagen. Du willst irgendwelche Charaktere lernen, ja, versuch doch irgendwas zu lernen gegen diesen kleinen, platten Dude. Ich möchte Dinge sagen, aber wir sind ganz cool. Ja, aber vielleicht ist das jetzt in Capris Gelegenheit, da nochmal ein bisschen ins Spiel reinzugehen. Das sieht auf jeden Fall enger aus. Ich glaube, was Capri möchte, ist einfach noch einen neuen landen und dann. Das ist, glaube ich, einfach alles, was er möchte. Den neuen ist alles, was er will. Ja. Ich kenne den. Der wird jetzt ganz viele Side-Piece geben. Guck dir das an. Ja, aber das scheint nicht so ganz aufzugehen bis jetzt. Hm? Ah, doch. Die Bacon Zone. Die Bacon Zone ist wahrscheinlich das Schlimmste an Mr. Game. Ja, okay. Hey, vielleicht, also bisher, es steht ja echt nicht. Ja, es ist, diese Runde ist tatsächlich relativ even. Ja, ich brauche aber eigentlich nur einen einzigen guten Hit von Bayo und dieser Game ist. Oh. Ja, ne, na gut. Ja, er kriegt das irgendwie gerade nicht hin. Ah, jetzt hat er es. Aber er hat erstaunlich lange gebraucht für diesen Kill. Ja. Ja, which time? Oh! Okay. Ja. Ich bin den Kill leider nicht dran, aber. Ja, schön. Der Pummel. Ziemliches Pummel. Und ihr. Ah, ne. Ja, das ist ja jetzt. Kombo. Jetzt, ja, jetzt poppt sie auf. Jetzt kriegt er auf ihn zu.
Schade. Ah. Das war aber ein sehr schnelles Ende. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Aber schön auch im dritten Match nochmal einen Character-Switch zu sehen. Ja, aber.